Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. So, der Marcel Ferguson ist immer noch hier dabei. Die eine Wiese, ich glaube die Wiese 14. Wir gucken mal gerade rein. Genau, die Wiese 14 abzuernten. Die Wiese 21 hat inzwischen der Krone Big M auch schon fertig gemäht. Und darauf haben wir jetzt schon hier den John Deere angesetzt. Den stelle ich jetzt mal wieder ein. Und dann läuft das hier mit der Silage. Das einzigste Problem ist, dass wir hier, also ich weiß nicht, der automatische Kurs hier funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Deshalb bin ich hier immer mit dem Glas selber gefahren. Ist aber nicht so wild, weil ich laufe mal gerade ein bisschen schneller und guck, ja, der ist leer. Bin ich halt ein bisschen selber gefahren, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir aber gedacht, wir brauchen hier noch was anderes. Und zwar ist inzwischen an den Gewächshäusern einiges an Produkten da. Und hier ist zum Beispiel gleich voll. Und deshalb müssen wir hier mal gucken, dass wir recht bald die Sachen zum Verkauf bringen. Ein Problem haben wir, sehe ich jetzt gerade erst. Wir sind im Minus. Wir sind ganz schön gut im Minus sogar. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, was wir verkaufen können. Und da bietet sich am besten an, irgendwas mit Holz. Weil davon haben wir wirklich genug. Muss ich gerade mal gucken. Der Baumarkt gibt recht gut wieder Geld für Paletten. Milch und Käse könnten wir auch verkaufen. Dann gucke ich doch gerade mal, wie viel wir da haben. Nicht so viel. Warum produziert denn der hier nichts? Ist eigentlich voll. Ah, keine Milch. Das ist doof. Dann warte mal. Kann dieses Fass auch Milch transportieren? Was wir oben beim Gewächshaus stehen haben. So. Das ist dieses. Es kann auch Milch produzieren. Dann ist die Frage, haben wir noch Milch, die wir wegschicken können? Wir gehen mal zur BGA und laufen schnell rüber. Ups. Milch. Oh ja, 35.000. Das heißt, wir schicken den hier oben. Da werden wir einmal das Wasser entleeren. Das heißt, die anderen Tanks hier auffüllen. Hat denn da Platz? Der ist fast voll. Den habe ich dann wohl schon mal aufgefüllt. Dann werden wir hier alles auffüllen. Der Marcel Ferguson hier muss sowieso auch mal wieder getankt werden. Dann können wir das alles verbinden. Ich habe doch hier an die Seite, glaube ich, schon mal Paletten irgendwo gestellt. Genau, Tomaten. Und dann können wir damit noch die Milch kurz mal hinkutschieren. Damit es hier vorwärts geht. Und dann können wir gerade mal gucken. Ja, Himbeeren sind gut, Erdbeeren sind gut und Tomaten auch. Dann können wir vielleicht heute noch was verkaufen. Also da war, glaube ich, ein bisschen leer. 17.000, 18.000, 20 voll.
ich gerade im Überlegen bin, ich könnte auch einen LKW hochschicken mit noch ein paar Paletten. Oder haben wir hier alles? Ne, wir haben hier, glaube ich, alles voll gemacht. Ich mache immer dieses Ding aus. Und da ist voll. Okay, Leerpaletten. Jetzt nicht unbedingt. Ja, aber so viel ist das nicht. Also so viel passt hier auch gar nicht rein. 29, da passt ein bisschen was rein. Und hier auch. Aber das hebt noch eine ganze Weile. Das sparen wir uns. Weil ich möchte eigentlich hier einen neuen Anhänger holen. So, wir fahren jetzt hier mal. Gemüse. Gewächs. Gewächs, Konsum, Kompost. Ist das richtig? Da fährt er direkt rein, gell? Na, machen wir halt mal so. Und hier rum. Jawohl. Und dann werden wir mal gucken. Kommst du hier oder kommst du nicht? Kommst du nicht, ja? Frontlader wieder im Weg. Und wir sollen warten. Dann gucke ich mal gerade, ob wir hier schon den LKW, einen LKW gekauft haben. Glaube nicht. Nee. Gut. Dann fahren wir in der Zwischenzeit mit dem Tatra, aber nicht mit dem. Mit dem hier. Den müssen wir auch demnächst mal auswechseln. Glaube ich. Der hat schon eine gute Laufleistung. 16 Stunden. Dann fahren wir hier mal ein paar Paletten weg, damit wir wieder ein bisschen Spielraum im Budget haben. Wenn der voll ist, der schiebt immer übelst über die Vorderachse. So. Und dann schieben wir den da rückwärts rein. Okay, da ist jetzt ein bisschen voll. Haben wir hier eigentlich noch einen Anhänger? Ist das der Ladewagen? Jawohl. Okay, dann entlasse ich dich gerade mal. Und du fährst, warte mal, wo sind wir hier? Da hinten geht's weiter. Du fährst von Feld, Wiese. Ich muss unbedingt mal hier die einsortieren. Wiese 14 nach Sülsfeld. Und dann Sülsfeld Fahrsilo. So. Und dann sollte das passen. Wir waren beim Tatra. Ich bräuchte eigentlich noch einen zweiten Anhänger. Den Dolly habe ich da vorne noch stehen. Oh, wo habe ich denn noch so einen Auflieger stehen? Wenn ich das immer wüsste. Mal, dass ich jetzt wirklich nur die Reihe mitnehme. Okay, passt. Oh, John Deere hat durchdrehende Reifen. Was hat der angestellt? Ah, der steht hier nur. Okay. Das sei dir verziehen.
Also, entlassen. Ich muss, glaube ich, hier weitermachen. Das funktioniert alles. Ich finde das toll. Jetzt ist der auch schon. Ne, ich muss jetzt den Tatra fertig machen. Wenn ich den nämlich jetzt nicht fertig mache, dann dauert es wieder so ewig. Weil dann kann ich den wenigstens diese Folge noch hochschicken. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch so einen Auflieger. Steht wahrscheinlich alles am Hof. Da, wo ich es nicht brauche. Aber ich glaube, warte mal, der eine Anhänger, der reicht doch eigentlich auch. Wenn wir den verkaufen, dann haben wir genug Geld, um uns das neue Equipment zu kaufen. Nee, wir holen uns nächstes Mal zwei neue Sachen. Deshalb werde ich hier zwei Anhängerpaletten verkaufen. So. Ich können wir eigentlich mal ausmachen. Jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Der Schwarze kann hinten eine Dolly dran machen. Aber mich interessiert trotzdem jetzt mal kurz, wo die ganzen Auflieger stehen. Ah ja, hier. Da. Okay. Moment. Können wir eigentlich so abkoppeln? Dann brauchen wir noch ein paar Paletten und dann können wir starten. Muss ich leider wieder hier die Ordnung kaputt machen. Jawohl, so passt es. So, einmal die Dolly umspannen. Und ich denke, wir werden in naher Zukunft auch noch die ganzen Auflieger hier austauschen, weil es einfach durch die Mods, die ich drin habe, ein paar bessere Möglichkeiten gibt. So. Und die Liste von Cosplay hier wird schon wieder immer länger. Aber wir können hier schon mal einrichten. Vom Sägewerk zum Turm. Minute 40 ist ein bisschen zu schnell. Wollen wir mit 35 fahren. So, dann starten wir den Marcel Ferguson. Den hier. Der soll zum Hof fahren.
Oder nee, warte mal, wir können hier doch, wir haben auch. Eieiei. Wir haben doch auch einen Kurs. Industriepark. Kompost Industriepark. So. Den muss man halt zwischendrin mal abfangen. An der Tankstelle. So. Der hier steht zu weit vorne. Zu weit hinten. Dann ist auch klar, dass die im Verkehr feststecken. Ja, wobei, hier können wir mal drin bleiben. Oh, John Deere kommt auch gleich. Hey, hey, hey. Da lügt ja hier. Wobei der eine hier jetzt nicht abgeladen hat. Von Marcel Ferguson. Dich übernehme ich. Lade ich dann mal schnell ab. Ich hoffe, dass der durchkommt. Oh, der hängt. Den schubsen wir mal hier. Gerade der mit der Pflegebereifung schubst hier den anderen. Das ist ein bisschen Verkehr der Welt. Okay, der ist fertig, das freut mich. Dann können wir dich mal wieder zum Hof schicken. Sulzfeld, Not zum Hof. So, und tschüss. Dann springen wir mal kurz in den Glas hier rein. Nehmen wir hier das Silo. Platt drücken. Moment, wo ist der? Den hier brauche ich, genau. Den müssen wir gleich mal tanken und die Milch auffüllen. Stellen wir gerade den Milchcontainer hier rein, lassen den befüllen und gehen dann währenddessen mal tanken. Ups. Zu hastig, junger Mann. Milchladen, ja. Gut, lädt. Den auch tanken. Dann haben wir das gewuppt. Jetzt haben wir, glaube ich, nur hier in der Mitte ein bisschen zu viel. Ah, wir haben hier schon 1 Million Häckselgut drin. Ist eigentlich soweit schon ganz ordentlich. Schieben wir von der Seite nochmal.
Dass man das einfach ein bisschen gerade machen, ist ja wohl logisch. Sehr gut. Kannst hier wieder warten. Der ist beim Hof. Den stellen wir nur mal kurz ab. Und unser LKW müsste eigentlich auch irgendwann irgendwo ankommen. So. Entlassen. Dann stelle ich den Gramm mal hier an die Seite. Waschen tun wir irgendwann anders. Hier ist der. Oh, das ist perfekt, dass ich da gerade reinkomme. Weil sonst fährt er sich hier wieder an der Ecke fest. Wobei wir könnten auch. Wir stellen den mal hier gerade ab. Dann gucke ich mal nach dem hier unten. Hallo? Oh, ich weiß nie, warum das hängt. Warum, denkt ihr, hängt das? Ich habe 12 GB Arbeitsspeicher drin. Und der GeForce GTX 650, glaube ich. Ist die Grafik zu schlecht? So. Ist voll, sehr schön. So sollte das sein. So war unser Plan. Jetzt nehmen wir wieder den Kurs. Und lassen ihn zurückfahren. Zum Industriepark. Fahren wir mal ein bisschen LKW heute. Den Verkehr habe ich ja aus, von dem her sollte hier uns auch nichts passieren, sollte uns keiner in die Quere kommen. Es ist sowieso nur auf 2-3 Sträßchen Verkehr. So, wir nehmen wieder hier die Abkürzung, wie immer. Vielleicht können wir uns dann sogar zwei Sachen kaufen, die ich im Kopf habe. Und es wäre ein neuer LKW und ein neuer Anhänger. Das ist so der Gedanke. Müssen wir aber mal gucken, ob wir das wirklich so umsetzen können. So, wir müssen jetzt, glaube ich, geradeaus weiter Richtung Autobahn. Aber ich würde gern, wie gesagt, der LKW hier, der muss so langsam mal ausgetauscht werden. Ups, da war aber ein bisschen zu schnell. Der muss so langsam mal ausgetauscht werden. Wir haben gesagt, 15 Arbeitsstunden behalten wir ein Fahrzeug und dann wird es getauscht. Und da ist der hier mit einer der ersten. Ich glaube, der Masai, den wir zu dem mit der Milch gerade beauftragt haben, der hat auch ganz viel Laufleistung. Also der muss auch weg. Aber der verrichtet da oben demnächst nur noch kleine Arbeiten. Von dem her ist es nicht so wild. Der wird da oben nur noch Wasser hin und her fahren. Bei den Gewächshäusern. So, nächste rechts.
dann sind wir auch schon gleich da. Das Curseplay ist ganz gut, wenn man noch andere Sachen zu tun hat. So, dann schwenken wir hier mal ein. Ja, Schilder haben halt hier schlechte Karten, alt zu werden. Und dann müssen wir aber wahrscheinlich, ne, wir können ein paar Anhänger von den Roadtrain Pack können wir behalten, aber wir werden wahrscheinlich auch einige verkaufen. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Stück. Ja, mit den Tomb-Mitarbeitern sind wir natürlich schon per Du. So viel wie beim Tomb haben wir, glaube ich, nirgends verkauft. Falscher Anhänger. So, Masai ist auch angekommen bei der beim Industriepark. Ups. Einschlagen. Dann kommen wir wieder ins Plus. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir bis zur nächsten Folge genügend Geld haben, um uns dann die Neuanschaffung machen zu können. Wenn nicht, müssen wir gucken, wie wir das restliche Geld zusammenkriegen. Dann werden wir wahrscheinlich mit dem hier mal zum Gewächshaus fahren. Oh, das war jetzt doof. Achso. Boah. B. So wollte ich das abladen. Sodele. Der verkauft schön fleißig bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächste Folge gibt's was Neues. Neuer Mod, den kennen wir hier, glaube ich, noch gar nicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao.